Guten Morgen! Heute ist Samstag, aber heute gibt es keine Rezension, sondern da Weihnachten vor der Tür steht, habe ich auch dieses Jahr wieder an einem kleinen Weihnachtskalender teilgenommen. Nicht wegen Weihnachten, das geht mir am Arsch vorbei, aber dieser Kalender oder generell diese Kalender sorgen immer dafür, dass man auch mal andere YouTuber kennenlernt. Insbesondere kleinere YouTuber profitieren von diesen Kalendern immer sehr groß. Daher mache ich da auch immer wieder gerne mit bei solchen Sachen, um diese kleinen YouTuber auch etwas zu unterstützen. So, jetzt kommt das Intro zur Aktion. Das Ganze organisiert hat die Shanti und die entsprechenden Links zu ihrer Playlist und den gesamten Kanälen, das findet ihr alles unten in der Infobox. Der gemeinsame Nenner dieser Aktion, wie ihr schon gelesen habt, sind unsere Haare auf dem Kopf. War auch für mich neu, dass man daraus ein Format machen kann, aber so sei es und ich leiste heute meinen Beitrag zum Kalender und möchte euch eine kleine Anekdote erzählen, die etwas zum Nachdenken anregt und in dem ganzen Jubeltrubel, Heiterkeit, Gedöns derzeit euch mal etwas rausnehmen und bewusst werden lässt. Gab sich zu einer Zeit, wo mein Leben noch geprägt war von Eindimensionalität und dem Drang nach Geld. Ich habe nicht wirklich bewusst nachgedacht und einfach oft automatisiert gehandelt und gedacht. Auch weil ich nicht wusste, dass Denken, also die Energie, in Materie umgewandelt werden konnte. Albert Einstein hat das zwar schon vor etlichen Jahrzehnten bewiesen, aber die Physik, die erschien mir damals nicht wichtig genug, um mich damit intensiver zu beschäftigen. Und so kam es dazu, dass ich von einem Menschen in einer emotionalen Diskussion, in einem Streitgespräch als Idiot bezeichnet wurde. Ich habe angefangen, dann automatisiert zu denken. In ungefähr dieser Weise. Warum nennt dieser Mensch mich einen Idioten? Er hat überhaupt kein Recht, mich Idiot zu nennen. Er ist doch selber nicht der Schlauste. Und wie extrem unhöflich ist das, mich einen Idiot zu nennen? Selbst wenn er denkt, dass ich ein Idiot bin. Ich werde mich dafür rächen, dass er mich Idiot genannt hat. Doch was habe ich getan? Mit der Energie, den neurologischen Impulsen im Gehirn, mit meinem Denken, habe ich zugelassen, dass mich jemand nicht nur einmal einen Idioten genannt hat, sondern indem ich darüber nachgedacht habe und das Wort immer wieder in dem Zusammenhang mit mir gebracht habe, habe ich ihm erlaubt, mich weitere 5-mal einen Idioten nennen zu lassen und damit ein entsprechendes neurologisches Netz aufgebaut. Wer nicht weiß, was das ist und warum der Trainingseffekt, die Wiederholung da so essentiell ist, schaut sich mein Video hier oben an. Ein Wort eines anderen Menschen hat sich durch meine unbewussten automatisierten Gedanken verstärkt. Anstatt es einfach bei dieser Beleidigung zu belassen, habe ich mich mit dieser Phrase auseinandergesetzt. Ich Idiot. Und damit einen anderen Menschen erlaubt, in mir Dinge auszulösen, die ich nicht gut finde. Wäre der Kontext so gewesen, dass er mich sachlich auf eine unzureichende geistige Fähigkeit in einem bestimmten Segment der Reflexion aufmerksam machen wollte, dann hätte es sich durchaus darüber gelohnt nachzudenken, ob ich eventuell ein Idiot bin. Aber als Akt der Emotionalität, was seinerseits auch wieder eine offensichtlich automatisierte Handlung darstellt, ernsthaft auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, darüber zu reflektieren, wie ich Idiot, das darf der nicht, das ist unhöflich und so weiter, das kostet wertvolle Lebenszeit und ändert organisch auch meinen Körper, da Energie in Materie und andersrum geht das natürlich auch, transformiert werden kann. Also denkt daran, dass ihr Herr oder Frau über eure Gedanken seid und automatisierte und damit unreflektierte Gedanken zwar ausgelöst werden, da könnt ihr gar nichts dagegen tun, weil da gibt es gewisse Reize, Trigger, aber wenn man ein bewusstes oder ein bewussteres Leben anstrebt, beim Denken sein Denken auch gleichzeitig immer wieder hinterfragt, also ein kritisches Bewusstsein schafft. Und damit steigert man dann seine Lebensqualität und lebt ein Leben, ja, oder entscheidet sich für ein Leben für sich selber, also ein Leben, nicht ein Leben der anderen, sondern ein Leben des Selbstes, ein Leben, was man selber bewusst gestaltet. Entscheidet genau in einem Gespräch, ob ihr darüber nachdenkt, was der andere sagt oder nicht. Gerade in emotionalen Diskussionen
Lasst oft die Worte des Gegenübers einfach durch Euch durchfliegen, werdet transzendent und lächelt. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, das findet ihr oben in den Infokarten. Ihr müsst halt immer ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht arrogant werdet oder Euch über den anderen Menschen stellt, sondern dass ihr idealerweise wirklich transzendent werdet. Ihr bleibt auf einer Ebene mit dem Menschen, aber ihr lasst es einfach durch Euch durch. In diesem Sinne, mit dieser kleinen Begebenheit, wünsche ich Euch, dass ihr ja auch zu Weihnachten bewusst lebt und auch bezüglich des Weihnachten, auch wenn ich mir vielleicht jetzt keine Freunde mache, dass ihr erkennt, dass Weihnachten eine Konsumschlacht der Unbewusstheit ohne Sinn und Verstand ist und immer unter dem Deckmantel des Festes der Liebe propagiert wird. Feiert die Liebe täglich und feiert die Liebe intensiv, körperlich wie geistig. Ich wünsche Euch nur das Beste und möge Eure Bewusstheit durch dieses Video aktiviert worden sein. Alles Liebe, frohe Weihnacht, Euer Christian.